Auch einmal, Lieben, heute gibt es ein niegelnagelneues Irrenhaus Deutschland. Jan Böhmermann wird dabei sein, Ferda Attermann, der neue Freund von Luisa Neubauer und andere Sympathieträger. Und damit begrüße ich euch beim Deutschlandkurier. Bevor wir zu besagten Sympathieträgern kommen, kommen wir zu meinem Leib- und Magenthema der Migration. Die Bild schreibt, Migrationsexperten schlagen Alarm, Deutschland nähert sich dem Kipppunkt. Tja, wenn der nicht mal schon überschritten ist, ja auch das, was wir hier seit Jahren sagen. Bild schreibt, seit Jahren waren Experten, Deutschland steuert in Sachen Migration auf eine Klippe zu. Auch seit Jahren werden diese Stimmen weitestgehend ignoriert. Dabei melden sich inzwischen sogar ausländische Medien zu Wort, wie zum Beispiel das Wall Street Journal. Das schreibt, Deutschland zieht mit seiner Migrationspolitik die falschen Zuwanderer an, keine Fachkräfte. Und die Ampel finanziert zusätzlich die sogenannte Seenotrettung, bei der illegale Migranten auf dem Mittelmeer gerettet und nach Europa statt zurück nach Afrika gebracht werden. Meine Lieben, die ganze Welt merkt es. Die ganze Welt merkt, was hier in Deutschland für eine irrsinnige Migrationspolitik gemacht wird. Aber die Masse der Deutschen scheint es immer noch nicht zu interessieren. Und deswegen sitze ich hier. Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung ist das Einzige, was wir gegen diesen Wahnsinn tun können. Rainer Wendt, ihr kennt ihn, Chef einer Polizeigewerkschaft, hat sich auch geäußert zu dem Thema bei Bild. Er sagt, wenn erst einmal der Point of No Return erreicht ist, also der Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt, werden sich die Folgen für die innere Sicherheit völlig unkalkulierbar entwickeln. Nun ja, mein lieber Rainer Wendt, ich glaube schon, dass man das so ein bisschen kalkulieren kann, insofern, als dass wir wissen, es würde nicht gut ausgehen. Es wird nicht gut ausgehen, wenn wir das Ruder nicht rumreißen. Und nochmal, deshalb sitzen wir hier, um aufzuklären, damit vielleicht doch irgendwann mal bei der Masse der Deutschen ein Umdenken stattfindet. Kommt zu meinem heutigen Lieblingsthema, weil es so herrlich absurd ist. Viele von euch werden Ferda Attermann kennen. Das ist die sogenannte Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes. Die fordert nun mal wieder was. Ihr wisst, diese Leute sind immer am Fordern, 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 geben oft nicht so ihre Sache, fordern. Da stehen sie drauf. Aber diese Forderung, mein Lieben, die hat es in sich. Sie sagte, und zwar wortwörtlich, Transpersonen werden in sozialen Medien dermaßen extrem mit Hass und Hetze konfrontiert, dass jede Sternchen R von ihnen der Sternchen, die im Netz bleibt und trotzdem Gesicht zeigt, ein Bundesverdienstkreuz verdient hätte. Meine Meinung. Tja, meine liebe Frau Attermann, wissen Sie, wer dann auch ein Bundesverdienstkreuz verdient hätte? Wir hier alle beim Deutschlandkurier, denn wir werden auch seit Jahren, schon viel, viel länger als jegliche Transperson, diese ganzen Buchstaben Menschen, die es ja in der medialen Berichterstattung vor einigen Jahren noch gar nicht gab. Also wir werden hier seit Jahren angefeindet, mit Hass und Hetze überzogen. Ja, das ist das Spiel, das nennt sich Internet. Wem die Küche zu heiß ist, der sollte aus der Küche verschwinden. So einfach ist das. Aber auch unabhängig davon, sicherlich gibt es Leute, die das nicht so gut wegstecken. Mein Rat ist ganz einfach, einfach diese Hasspostings oder diese Kommentare nicht lesen. Wo ist denn das Problem? Ist gar nicht so schwer. Ist gar nicht so schwer. Ja, aber wie gesagt, selbst für die Leute, die das schwer verkraften können, die haben alles verdient, aber kein Bundesverdienstkreuz. Im Gegenteil, ich gehe sogar noch ein Stück weiter. Sollte irgendjemand bereits ein Bundesverdienstkreuz haben und diese ganze Transpropaganda mitmachen, die so wahnsinnig gefährlich ist für unsere Kinder und Jugendlichen, dann abnehmen das Kreuz, wäre mein Vorschlag, mein unerhörter Vorschlag. Wir kommen zum nächsten Thema, meine Lieben. Schaut euch bitte mal dieses Traumpaar an. Normalerweise würde ich noch ein bisschen mehr dazu sagen, ob das so gut passt, so, aber ich werde hier lieber schweigen, denn ich habe herausgefunden, dass ich den Jungen kenne. Es war ganz früher ein Kinderfreund meines großen Sohnes. Ich habe mal mit ihm Fußball gespielt. Deswegen
nichts von mir weiter dazu, das wäre unanständig. Aber dieser TV-Moderator ist der neue Freund, was heißt neue Freund? Er ist der Freund von Luisa Neubauer von Langstrecken. Luisa, das kam nun raus, einer von beiden hat es erzählt, keine Ahnung, ich glaube, es war er. Und ist ja im Grunde auch kein Problem. Das Problem darin ist, dass dieser Luis Klamroth, wie er heißt, er ist übrigens der Sohn des Schauspielers Peter Lohmeier, hat auch, glaube ich, den kleinen Jungen in Wunder von Bern gespielt, wenn ich das richtig entsinne. Also, dieser Junge ist der Nachfolger von Frank Plasberg bei Hart aber Fair. Und ich kenne mich auch so ein bisschen aus, so in diesem ganzen Beziehungsspiel, und mir kann keiner erzählen, dass ausgerechnet so eine Extremistin wie die Luisa Neubauer einen Freund wählt, der nicht mindestens, nein, mindestens nicht unbedingt, aber der nicht fast genauso linksextremistisch tickt wie sie. Und damit kommen wir zu einem Problem, zu einem massiven Problem, nicht für die ARD, der ist das ja völlig egal, die begrüßen das ja sogar, aber für Leute wie uns, denn wir wollen gar keinen linksextremen Nachfolger von Frank Plasberg haben. Gut, ich schaue mir diesen Rotz sowieso nicht mehr an, ich denke mal, die meisten von euch auch nicht, aber um uns geht es ja auch nicht. Wir wissen ja schon Bescheid. Es geht um die Leute, die noch nicht Bescheid wissen. Die bekommen so einen Moderator in Zukunft vorgesetzt. Wobei, um juristisch auf der sicheren Seite zu sein, ich sage nicht, dass Luis Klamroth, dass der, oder Roth, dass der linksextremistisch ist. Ich sage, ich nehme es an. So, meine Lieben, wir kommen zu unserer letzten Geschichte. Wir kommen zu meinem Lieblingsschwurbler Jan Böhmermann. Böhmermann heult nur noch rum auf Twitter, alles sei so schlimm geworden, seitdem der Master den Laden übernommen hat. Es hat sich überhaupt nichts geändert, aber dass er ein Schwurbler ist, das wissen wir. Inzwischen schreibt er auch, wie die Menschen, die früher mal zu Unrecht, im Nachhinein hat sich herausgestellt, sie hat mit einem Recht, mit fast allem, als Schwurbler bezeichnet wurden, nämlich, passt auf, ernst gemeint, Ausrufungszeichen, zwei Ausrufungszeichen, daran merkt man, er ist noch nicht so lange im schriftlichen Schwurbelgame drin, mindestens drei. Also, pass auf, staatliche und öffentliche Institutionen, Behörden, Ministerien, Polizeidirektionen, Feuerwehren und Medien sollten dringend, in fetten Lettern das dringend, sollten dringend ihre Twitter-Präsenz einstellen. Diese Plattform ist nicht mehr sicher. Das muss man wissen, meine Lieben. Und es ist noch etwas passiert rund um Twitter, von dem ich euch dringend erzählen möchte. Twitter eskaliert gerade, weil Elon Musk angeblich die Meinungsfreiheit einschränkt. Warum? Es wurden Konten von Journalisten, ich glaube der Washington Post und auch noch so ein paar andere Journalisten gesperrt. Dazu schreibt ein linker Twitter-Nutzer, Jan Böhmermann hat das geteilt, dann weiß man immer, oder geretweetet, wie es da heißt, dann weiß man immer, es ist Schwachsinn, ich lese es gerne vor. Twitter ist eigentlich ein ganz guter Showcase dafür, ich meine, wenn einer schon Showcase schreibt, wie lange es dauert, bis der Hass entfesselt und die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird, wenn die sogenannten Freiheitskämpfer übernehmen. Überall wurde die Meinungsfreiheit für Leute wie uns eingeschränkt. Und nur weil Elon Musk jetzt ein paar Konten lahmgelegt hat und das völlig zu Recht. Sie haben ihn nämlich neudeutsch gedoxt. Das bedeutet, sie haben geschrieben, wo er sich in Echtzeit gerade bewegt und sie haben seinen 7-jährigen Sohn gedoxt. Und deswegen wurden sie geblockt, weil Doxing, also Identitäten verraten von Menschen, die das nicht wollen, oder von Kindern, ist verboten auf Twitter. Das war schon vor Musk so und jetzt hat es eben mal die Richtigen getroffen. So einfach ist das. Und damit bin ich raus. Haut ihr rein, macht weiter und bis später, meine Lieben.